Hallo zusammen, ich bin wieder im Windpark Biederbach unterwegs, wie man unschwer erkennen kann. Und wie man sehen kann, hier weiter rechts, die E138 EP3 ist so gut wie fertig. Zwei Flügel sind bereits montiert. Der eine steht noch auf 11:45 Position, ich nehme an, der wurde gestern erst montiert. Der andere fehlt noch, der kommt wahrscheinlich am Montag dran. Ich glaube jetzt nicht, dass die heute was machen. Riesenteil, ey. Hier oben ist noch so eine Abdeckung dran. Krass. Das täuscht jetzt wahrscheinlich, aber ich schätze mal, die Anlagen sind jetzt alle fast, reichen jetzt fast all die gleiche Höhe. Wie ich von einem Enercon-Techniker erfahren habe, der mir netterweise bei Facebook geschrieben hat, sollen die Anlagen ungefähr Ende August alle ins Netz gehen. Er soll anscheinend die Abnahme machen, hat er mir gesagt. Und Enercon wartet noch drauf, bis die Mittelspannungsversorgung gewährleistet ist. Das heißt, die Kabeltrasse ist noch nicht komplett fertig. Aber daran wird wohl mit Hochdruck gearbeitet, sodass die Anlagen Ende August dann ans Netz können. Ja, ich bin heute eigentlich hauptsächlich wegen der E138 da und fahre jetzt da gleich mal zur Baustelle. So, ich bin jetzt wieder da, wo ich beim letzten Mal war, an der Baustelleneinfahrt zur E138. Und da ist das Riesenteil. Krasser Scheiß. Echt eine richtig coole Anlage. Ich muss, wenn ich das Video nachher schneide, muss ich mal das Video vom letzten Mal reinschneiden, dass man mal den Vergleich sieht. Da war ja nur ein Turmteil montiert und ansonsten lagen die ganzen anderen Teile noch hier rum. Und jetzt ist sie fast fertig. Ja, das linke Rotorblatt hier, das ist auf 11:45 Position. Ich nehme an, das haben sie gestern erst gehoben. Das andere Rotorblatt liegt noch unten. Und da, wo das hin soll, ist jetzt noch eine Abdeckung. Ich nehme an, das geben sie dann am Montag hoch. Hier am Wochenende passiert nichts. Die Baustelle ist ziemlich ausgestorben. Ja, hier sieht man jetzt auch nochmal das schöne neue Design. Naja, also Geschmackssache, würde ich mal sagen. Quasi das Ei ohne Schale. Ja, interessant. Hat was. Gefällt vielleicht nicht jedem. Ist halt komplett anders als das Design, das man gewöhnt ist mit dem charakteristischen Enercon-Ei. Wo man von weitem schon erkennt, dass es Enercon-Anlagen sind. Ja, ist jetzt halt sehr kleines Maschinenhaus und der riesen Generator davor. Der ist echt krass riesig, ey. Klar, aber wenn man sich vorstellt, wie riesig die Maschinenhäuser von der E141 sind, da ist ja auch so ein riesen Generator drin. Jetzt sieht man erstmal, wie riesig der ist. Ja, die Kugelnarbe. Also ich persönlich finde das Design von der E1, also der 3,5 Megawatt Anlage, schöner. Das erinnert noch so ein bisschen an die alte E40. Ja, hier die Kugelnarbe, das sieht jetzt eher so ein bisschen aus wie Nordex oder G. Ja, lässt sich jetzt drüber streiten, aber es hat schon was. Es sieht irgendwie filigran aus mit den riesigen Rotorblättern dran. Hinten sieht man nochmal schön das Enercon-Logo. Aber ist mal wieder was Neues. Und alles in allem ist eine krasse Anlage. Also ich hätte sie mir riesig vorgestellt, aber es ist, wenn man sie jetzt nochmal live sieht, ist nochmal was anderes. Schon krass.
Und der Turm, obwohl der jetzt 160 Meter hoch ist, das kann ich ihm gar nicht so richtig glauben. Weil im Vergleich zu den Rotorblättern wirkt der gar nicht so riesig. Gut, die Rotorblätter sind jetzt, ja, fast 70 Meter. Bis zur Markierung sind es dann vielleicht noch 20 Meter. Sind wir 90 und bis zur Rotmarkierung sind es 40 Meter, das wären 130. Weiß nicht, vielleicht täuscht es einfach auch nur optisch. Weil die Rotorblätter einfach so riesig sind. Aber auf jeden Fall geile Anlage. Ein Riesenteil. Bin ich echt gespannt, wenn die sich mal dreht. Richtig krass. Ja, hier hinten liegt nochmal das dritte Rotorblatt. Auf der Baustelle hier kann man jetzt bestimmt auch einfach rumlaufen. Ja, da hinten läuft doch jemand rum. Hier ist heute nichts los. Witzig ist, hier ganz im Hintergrund habe ich eine kleine E66 entdeckt. Ich glaube, die ist auf dem Rohrharzberg. Witzig. Dann sieht man die Anlagen von dort bestimmt auch. Ja, ich werde jetzt mal wieder zu meinem Ausguck gehen, wo man wieder über die ganze Baustelle gucken kann und werde von da nochmal filmen. So, hier steht die Seilwinde, mit der wahrscheinlich die Rotorblätter stabilisiert werden. Das Seil geht nämlich hier hinter, hier rüber. Und ja, der Flügel steht ja gerade in Viertel vor 12 Position. Ich nehme mal an, dass sie ihn dann von hier aus stabilisiert haben. Witzig. Ja, hier im Wald ist halt wenig Platz, nicht wie auf dem Feld, wo man den easy stabilisieren kann. Hier muss man ein bisschen in den Wald ausweichen, aber hier, ja, hier sind so Rückegassen. Hier ist eigentlich genug Platz. Aber witzig. Ja, vielleicht drehen sie dann die Narbe noch auf die andere Seite und dann wird der andere Flügel auch von hier stabilisiert. Bietet sich ja an. Ja, dann gehe ich mal ein bisschen näher an die Baustelle ran und guck mal, dass ich noch ein paar coole Bilder hinkrieg. So, jetzt bin ich nochmal an der Stelle, wo ich beim letzten Mal war, wo man einen guten Überblick über die Baustelle hat. Hier lagen beim letzten Mal noch jede Menge Teile rum, die vorbereitet wurden. Beim Generator gearbeitet. Und jetzt ist die Baustelle wieder ziemlich leer. Hier liegt noch das dritte Rotorblatt. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass sie das heute vielleicht noch ziehen, weil beim letzten Mal war es auch Samstag, als ich hier war. Und da wurde hier noch fleißig gearbeitet. Aber die Baustelle ist heute ziemlich verlassen. Hier geht heute nichts. Naja, die Arbeiter dürfen ja auch mal ein freies Wochenende haben, ne? Hier vorne der Ballastarm, der orangene, der benutzt wird, um die Narbe auf Viertel vor 12, Viertel nach 12 zu ziehen, damit das Rotorblatt eingefädelt werden kann. Hatte ich eigentlich im Enercon-Magazin gelesen, dass der Belastsam nicht mehr benötigt wird. Dass sie da irgendwie eine neue Methode entwickelt haben, dass man den nicht mehr braucht. Naja. Ja, zoomen wir mal hoch. Da ist das Riesenteil. Die Sonne blendet jetzt ein bisschen. Ich habe mir eine blöde Uhrzeit ausgesucht. Ich hoffe, ihr seht trotzdem was. Ist echt krass. Also, als die letzten beiden Turmteile noch da lagen, dachte ich, wenn die mal drauf sind, wird der Turm echt riesig. Aber jetzt mit den riesigen Rotorblättern dran, lassen die den echt nicht so groß aussehen, wie ich dachte. Die sind halt echt schon richtig lang, also fast 70 Meter. So, hier sieht man dann jetzt auch nochmal das neue Design.
quasi das Ei ohne Schale. Lässt sich jetzt drüber streiten, ob das schön ist oder nicht. Ja, ich finde, es hat irgendwas. Also das kompakte Maschinenhaus mit dem Ringgenerator direkt vorne dran und der Kugelnarbe hat irgendwas. Ist jetzt nicht so ganz markant wie das Ei, an dem man die Enercon-Anlagen immer direkt erkannt hat. Aber ich finde, es ist irgendwie interessant. Ah, der Generator ist echt fett. Also es ist echt krass. Also normalerweise ist da ja ein Mantel drum. Also jetzt bei der E141 zum Beispiel ist er halt in dem Ei versteckt und hier ist er halt, ja, ist er halt draußen. Das ist echt krass, wie groß der ist. Ein Riesenteil. Wenn die sich mal dreht, ey, da bin ich echt mal gespannt. Ja, da hier jetzt nichts los ist auf der Baustelle, schleiche ich mich vielleicht mal runter. Vielleicht kann ich mir das Rotorblatt nochmal von nahem anschauen. So, jetzt stehe ich nochmal direkt unter der Anlage, dass man die Anlage nochmal in voller Größe sieht. Der Kran, der wirkt auch echt mini im Vergleich zur Anlage. Witzig. Ja, hier hinten dann nochmal die E103. Schöne E103. Hier oben die E92. Also beim Herfahren sah es echt so aus, ob die alle drei Anlagen jetzt ungefähr so die gleiche Gesamthöhe erreichen. Kann schon sein, weil die 138 ist halt echt so riesig. Ich bin echt gespannt, wann die sich dreht. Das wird echt bestimmt echt krass aus. Ja, hier unten am Turm. Auch so ein riesiger Kasten. Vorher bei den älteren Anlagen war es ja immer so, dass so ein, ja, dieser Kasten irgendwie separat nebendran stand. Hier ist er anscheinend verbaut. Oh, ich laufe mal drum rum. Hier drin piept auch irgendwas. So, noch von der anderen Seite. Hier ist jetzt auch nochmal so eine Seilwinde, die auch ganz nach oben geht. Die hängt aus dem Turm raus. Im anderen Video auch schon mal gesehen. Die Anlage nochmal von vorne. Krasses Teil. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen gefällt es mir doch echt, echt sehr gut. Es ist ja, schon geil. Also mit dem kleinen Maschinenhaus, aber dann der riesige Rotor. Schon cool. So, jetzt bin ich nochmal hier an der Baustelle von der E92, wo ich ganz am Anfang schon mal war. Da hatte man den Turm
von der E-138 gesehen. Und jetzt sieht man sie hier rausgucken. Liegt um einiges tiefer, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie fast genau die gleiche Höhe jetzt erreichen. Durch den riesigen Turm. Also ich habe mal auf so einer topografischen Karte geschaut, wo die Höhen eingezeichnet sind. Das müsste fast die gleiche Höhe sein jetzt. Das täuscht jetzt wahrscheinlich, weil die E-138 ein bisschen tiefer liegt. Aber die müssten eigentlich fast gleich hoch sein. Hier nochmal die schöne E92. Ein echter Koloss, die E138. Das wirkt schon echt massiv, das Maschinenhaus mit Generator zusammen. Krass.